Heute geht es in den Gorge du Tarn, in den Tarnschluchten, Höhenmeter sammeln, um auf meine nächste Tour, für meine nächste Tour gerüstet zu sein. Ich starte an einem wunderschön gelegenen Campingplatz nördlich von Levigne, der direkt am Fluss liegt. Und von da aus geht es dann ostwärts die Berge hoch über eine Hochebene Richtung La Malaine, was weiter flussaufwärts am Tarn liegt. Und von dort aus dann ganz gemütlich den Tarn wieder hinab, zurück nach Levigne. Dieses Levigne hier am Tarn ist ja wunderschön gelegen, mit einer schönen alten Brücke. Nur ein paar Häuschen, gar nicht viel Betrieb. Und die Straßen sind echt noch total leer. Das ist echt schön. So langsam gewinne ich an Höhe. Das ist aber auch dringend notwendig. Es sind noch viele hundert Meter zu klettern. Und hier sieht man aber schon einen ersten weiteren Panoramablick auf dieses Levigne und die beeindruckenden Hänge und Felsen gegenüber. Da biegt man so nichtsahnd um eine Ecke als Fahrradfahrer. Man sieht auf einmal sich mit seinem riesigen Felsmassiv konfrontiert. Wahnsinn. Und hier sieht man, wie tief sich der Tarn eingegraben hat. Also die Hänge, das geht hier bestimmt 400 Meter, wenn nicht 500, bergab. Klasse. Manche Schilder, die sind echt Gold wert. Wer hier die Kurve nicht kriegt, der hat zu Ende gelebt. Man wird dem Schöpfer begegnen, der hier das alles so wunderbar gemacht hat. Und die Straße total verlassen. Echt ein Geheimtipp. Was für ein wunderschönes Panorama und so unglaublich still hier. Keine Autos, keine Geräusche, aber wahnsinnige Felsen. Also diese Straße ist definitiv nichts für Wohnwagen. Es hat hier viele sehr, sehr enge Haarnadelkurven. Aber die Felsen, die sind wirklich einmalig, fantastisch, ganz großes Kino. So, ich glaube zwei Drittel habe ich dieses Anstiegs. Unten sieht man nochmal den Tarn, die tiefe Schlucht, die letzten Ausläufer von Leviand. Und auf der anderen Seite auch eine sagenhafte Straße, die dann Serpentin da reingeschlagen ist. Die ist allerdings Wohnwagen geeignet und führt zur Autobahn. Übrigens eine mautfreie Autobahn, die nach Süden Richtung Montpellier geht und über bis auf den Viadukt von Millau mautfrei ist und nach Norden mautfrei Richtung Clermont-Ferrand und weiter. Was für eine atemberaubende Landschaft, die man hier vom Wegesrand sieht. Und wie winzig klein so ein Dorf doch inmitten dieser massiven Gebirgszüge wirkt. Und wie anders dieses Bild doch hier oben ist. Eine Hochebene, ziemlich karg, ein paar Felder zwischendrin, auch nicht viel los. Die Kosses heißen die, glaube ich. Da sieht man nichts mehr davon, dass sich in 2 Kilometer Luftlinie ein 400-500 Meter tiefes Tal auftut. Und hier öffnet sich der Blick jetzt. Die Landschaft weitet sich und da geht es jetzt runter nach La Malaine, wieder an den Tarn runter. Ich glaube, das wird jetzt eine ziemlich lange Abfahrt. Wunderschön idyllisch hier. Einsames, verlassenes Dorf und eine ebenso verlassene Straße. So eine kleine Kreuzung mitten in der Pampa, aber mit so vielen Schildern. Ja, hier bin ich hergekommen. Genau, länger als 6 Meter sollte man nicht haben. Ich glaube, das gilt nicht nur für Lastwagen. Das gilt wahrscheinlich auch für Wohnmobile und Wohnwagen. Und auch die Straße nach La Malaine, da gilt das Gleiche. Ich glaube, ein Wort beschreibt das Ganze hier besonders gut. Das ist das Wort friedlich. Was für eine friedliche Landschaft. Wohl wissend, dass ein paar tausend Kilometer von uns entfernt ein vernichtender Angriffskrieg tobt und die Leute da alles andere als in Frieden wohnen. Aber hier, das ist wirklich sehr einsam, romantisch, friedlich, idyllisch.
So, das ist die Straße jetzt nach La Malaine runter. Und ich würde sagen, da steht mir noch eine sehr interessante, spannende Abfahrt bevor. Also das ist hier wirklich großartig. Ganz, ganz großes Kino. Diese Straße, dieser Fluss, die kleinen Häuschen, die verschwinden in diesem riesigen Tal. Diese atemberaubenden Serpentinen. Echt gut. Und von hier unten sieht man erstmal, wie sehr diese Stadt oder dieses Dörfchen da in den Felsen hineingebaut wurde. Das verschwimmt so richtig. Was ist Haus, was ist Felsen? Ja, ganz, ganz toll. Nun scheine ich auch Rückenwind zu haben. Das freut mich, wenn ich jetzt durch das Tal hindurch wieder nach Levian fahre. Ansonsten muss ich sagen, ist das Tal hier im Vergleich zur Ardèche beispielsweise deutlich weniger spektakulär, aber auch natürlich nicht so überlaufen. Alles ein bisschen friedlicher. Die Felsen kommen nicht direkt an den Fluss, sondern sie stehen ja weit über dem Fluss. Aber auf jeden Fall beeindruckend durch die Größe und die Kargheit auch. Ja, sehr majestätisch. Und bis auf die unvermeidlichen Zikaden in der Mittagshitze ist hier nichts los. Und das hier ist für mich bisher die beeindruckendste Stelle in diesem ganzen Canyon, in diesem Gorge, die Les Deux Trois, so wie Detroit geschrieben. Das sind wirklich senkrecht abfallende Felsen und da unten der Fluss. Ja, und da unten schippern tatsächlich welche. Ja, da sieht man die beeindruckende Kulisse. Wahnsinn. Bin ich doch immer von der Straße auf so einen Felsen geklettert, abseits, und siehe da, was für ein toller Sandstrand. Ja, die haben auch schon einige entdeckt. Und hier hat sich die Straße nun geteilt und wird zur Einbahnstraße, und man weiß auch weshalb. Wow, sagenhaft gemacht. Da unten die andere Straße und der Fluss. Und hier die überstehenden Felsen. Ja, hier kann man auch bei Regen trocken fahren, aber ich glaube, so viel regnet es hier auch nicht. Und man könnte auch noch auf diesen Aussichtsturm steigen. Belvedere du Pas de Soucy. Ja, 50 Cent ist nicht zu viel. Aber mich zieht es jetzt doch nach Hause, weil ich noch ein Stückchen, nämlich von La Maine aus abwärts, mit dem Kanu schippern möchte. So. Und für jetzt freue ich mich, dass ich heil und bewahrt am Campingplatz wieder angekommen bin. Jawohl. So lässt sich's leben.
Nun ja, das ist schon eine ganz andere Perspektive hier unten am Fluss gegenüber dem Radfahren. Ein richtiger Perspektivwechsel.